Hallo, ich bin's wieder von Bad Wildungen Kreativ. Heute sind zwei Gäste da von den Friedrichsteinern. Am besten, ihr stellt euch mal selber vor. Ja, ich bin der Frank, Dirigent und Vorsitzender von den Friedrichsteinern. Ich bin der Matthias, bin der zweite Vorsitzende von dem Verein und der Schlagzeuger. Ja, und ihr seid eine Big Band? Nein, wir sind ein Blasorchester quasi und noch gar nicht so alt. Viele von diesen Vereinen sind ja schon steinalt. Ja. Und wir haben uns im Jahr 2016 erst gegründet, hier in Bad Wildungen. Und ja, damals entstand die Idee, etwas Neues zu machen. Und Land auf, Land ab, sterben die Musikvereine aus. Mhm. Das ist tatsächlich so. Insbesondere Gesangvereine und so. Jetzt insbesondere auch pandemiebedingt. Nachwuchs ist da oft das Problem, ne? Richtig, ganz genau. Und vielleicht auch die Art der Literatur. Und da haben wir uns mit damals roundabout 20 Leuten zusammengeschlossen in 2016 und haben von Grund auf einen neuen Musikverein gegründet. Wir hatten keine einzige Note, wir hatten noch nicht mal einen Probenraum und wir hatten keinen Namen. Mhm. Und aber was schnell klar gewesen ist, die Musikrichtung, in die wir wollen. Und das ist nicht die typische Blasmusik, ja, sondern wir legen ganz großen Wert darauf, dass wir unseren Fokus sehen in Schlager, Medley, Pop, Rock, Musical. Klasse. Diese Richtung. Ja. Klasse. Natürlich müssen wir auch auf einem 80. Geburtstag so eine Polka spielen. Können wir auch. Mhm. Gar keine Frage. Aber der Fokus liegt tatsächlich in dieser, ich sag bewusst, etwas moderneren Musik. So ist auch unsere Besetzung ausgelegt. Und ja, nach jetzt nunmehr 6 Jahren haben wir uns gesteigert auf 32 Mitglieder. 32 Leute. Jawohl. Haben dann in 2016 nach ungefähr einem halben Jahr unseren Namen gefunden. Es ist also so, dass viele aus Bad Wildungen kommen und auch aus Altwildungen kommen. Mhm. Und da lag es nahe, das Schloss Friedrichstein mit ins Boot zu nehmen. Wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Ja. Und irgendwie kam dann einer drauf und sagte: Mensch, da müsst ihr doch die Friedrichsteiner sein. Und so hat sich der Name zusammengesetzt tatsächlich. Und dann hießen wir die Friedrichsteiner Schlossbergmusikanten. Cool. Und im Internet zu finden unter www.diefriedrichsteiner.de ist halt dann kürzer wie dieses ganze Pamphlet. Wäre übrigens meine nächste Frage gewesen, ja, wo man euch im Internet findet. Sehr gut. Genau. Da ist alles über uns zu finden. www.friedrichsteiner.de www.die-friedrichsteiner.de. Super. Wir blenden es auch nochmal ein. Jawohl. Und da könnte man euch anschreiben, genau, wenn man mitspielen will. Korrekt. Wenn man ein Konzert buchen möchte. Jawohl. Und was könnte man sonst noch? Das also sind eigentlich die Punkte, ne? Die Besetzung ist einzusehen, wer spielt alle mit. Ja. Wo spielen wir überall? Ja, euer tatsächlich Konzert. Geht das von einem Ständchen, 80. Geburtstag, über Stadtfest oder Viehmarkt spielen wir. So sind wir also relativ breit aufgestellt, was auch die Örtlichkeiten angeht. Mhm. So haben wir schon auf dem Hessentag gespielt, Freilichtbühne Gudensberg, Stadtfest Borken. Oh, ja. Also wir kommen doch relativ rum, ja, und sind, glaube ich, ganz gut gebucht. Klasse. Und ganz gut gebucht, wollte ich gerade fragen. Das ist ja ein Riesenaufwand, oder? Mit 32 Leuten irgendwo, also erstmal die überhaupt unter einen Hut zu kriegen. Ich denke mir, eine Probe zu organisieren, wo, ja, alle da sind. Ja. Das ist schon richtig. Ich meine, man kriegt zwar immer alle unter einen Hut, dann hat man Krankheitsfälle, Urlaub oder andere Sachen halt, aber sonst sind wir immer gut besetzt. Die Instrumente sind auch doppelt besetzt, ja, ne? Meistens, oder? Meistens, ja, ja, schon. Das heißt, wenn mal einer fehlt, geht auch, ne? Kriegen wir kompensiert, mhm, tatsächlich, mhm, ja. Und Proben ist auch ganz wichtig, falls uns einer besuchen möchte. Wir proben in der Aula der Enseschule. Da sind wir in 2016 nach unserer Gründung, kam natürlich die Frage auf, wo proben wir? Und da sind wir an die Schule herangetreten, beziehungsweise im Landkreis. Und die Räumlichkeiten kriegen wir kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist super. Ja. Und in dieser Schulaula ist eine super Akustik drin, ja, und die kommt uns also sehr entgegen und da proben wir einmal die Woche und bereiten uns auf die Auftritte vor.
die Enseschule, ich war ja lange nicht in Bad Wildungen. Ne? Ja. Ich habe das wohl mitgekriegt, als sie damals gebaut wurde. Ja. Aber selber war ich schon zu alt und zu einer Veranstaltung irgendwas war ich nie da. Ich hatte mich eigentlich gefreut, euch heute da zu besuchen. Ja. Ihr habt jetzt wieder irgendeinen Krankheitsfall gehabt, ne? Ja, oder? Wir sind heute Abend sehr schwach besetzt in der Probe. Und deshalb haben wir gesagt, das bringt dann nichts, weil wenn wollen wir uns gut präsentieren. Genau. Ich würde dir ein paar Fotos zukommen gerne lassen oder sowas, vielleicht auch ein Video. Das wäre toll. Wir haben im Sommer ein Sommer Open Air gespielt in der Orchestermuschel vor der Wandelhalle. Ja. Das war super cool, ja. War also echt klasse. Und ja, da habe ich noch ein Video von. Das würde ich gerne, ja. Und dann können wir das Material vielleicht damit einschießen. Jetzt, wir zeigen nicht jetzt Stunden, gut, aber eine Sequenz, zwei Minuten, oder drei Minuten, oder ein so, Foto schön, oder ja, irgend sowas. Ich genau schicke das hier drauf und perfekt, dann das kriegen wir hin. Ja, und jetzt war ja unsere Idee, Weihnachtskalender, dass die Leute, die wir praktisch hier einladen, dass sie uns eine Geschichte oder eine Anekdote mitbringen oder so irgendwas. Habt ihr ein lustiges Ereignis oder irgendeine spannende Sache? In 2019, das war Weihnachtsmarkt, und wir haben ein Konzert vorbereitet, und zwar in der Stadtkirche. Und zwar mit einem Gospelchor zusammen. Total cool, total geil. Wir hatten Jan Steiger, weiß nicht, kennst du den? Name sagt mir. Gitarrist, der hat also ein Solo gespielt, Sound of Silence. Ja. Aber die Disturbed-Version haben wir da mit Blasorchester und Gitarre und so. Die Anekdote ist dabei, dass der Weihnachtsmarkt leer gewesen ist und über 500 Leute in der Stadtkirche gewesen sind. Also die ist fast aus allen Nähten geplatzt. Ausverkauftes Haus. Aber wirklich mehr als ausverkauftes Haus. Die Leute standen in den Gängen und in den Reihen und wir haben ein supermäßiges Konzert mit dem Gospelchor aus Homberg zusammen gemacht. Das stelle ich mir stark vor. Da wart ihr dann nicht 32, da wart ihr 62 oder so. Ja, genau, ja. Also dann noch die Stimmen dazu. Und wir haben dann auch Stücke zusammen gemacht. Gabriela Song aus dem Kinofilm Wie im Himmel zum Beispiel. Solo Gesang. Dann ein Gospelchor im Hintergrund und ein großes Blasorchester. Cool. Ja, jetzt sind das viele Musiker. Das muss ja, wie soll ich es sagen, das Arrangement ja ist ja das A und O. Richtig. Bei so einer Haufen ja Leuten. Ne? Wer macht das? Das kriegt man zu kaufen tatsächlich. Ja. Ist aber nicht ganz billig. Ja. Deshalb müssen wir uns natürlich auch durch unsere Auftritte finanzieren. Mhm. Und wir bekommen eine Gage, die aber zu 100% in den Verein ja fließt. Und dadurch neue Instrumente gekauft werden und natürlich auch neue Literatur. Ja, ja, das ist toll. Das ja, meine Güte, wir haben zu viert geprobt früher. Ne? Da war das schon echt schwierig, manchmal sich einig zu werden. Ne? Ja, wie machen ja wir es jetzt und so? Und dann ja mit 32 Leuten, mein lieber Mann. Und wenn ihr losfahrt, fahrt ihr dann so mit privaten Autos? Ja, das geht alles auf privater Basis. Und das sind alles Idealisten, so muss man das einfach so sagen. Und meistens sind wir so 23, 25 Leute beim Auftritt, wie der Matthias gesagt hat, fehlt immer mal einer, ja, Urlaub, krank und so, aber die sind wir meistens. Ja. Und habt ihr ein besonderes Sorgeninstrument, wo euch der Nachwuchs fehlt, oder weißt du, wie ich meine, so ja, verstehe ich schon besetzt ist? Nein, also prinzipiell nehmen wir alle Blasinstrumente, Holzblasinstrumente, haben aber durchaus auch ganz spezielle Instrumente, wie zum Beispiel eine Oboe, die sehr selten in so einem Orchester ist. Ja. Unheimlich schwer zu spielen. Richtig, ne? Genau. Mhm. Jetzt, um auch dieses Moderne zu unterstreichen, haben wir einen Kollegen, der spielt E-Bass mit im Orchester. Wir suchen aber auch händeringend einen Keyboarder oder eine E-Gitarre, die wir in unsere Musik durchaus einbauen können. Wir haben Arrangements von Queen, von Michael Jackson, stark, sowas in diese Richtung. Queen. Und da kann man sowas super einbauen, gibt es Noten für. Und wer gerne reinschnuppern möchte, ist da herzlich willkommen. Ich bin sehr neugierig. Man kennt es so vom Akkordeon. Ja. Wenn die Melanie Hommel zum Beispiel hat früher Akkordeon gespielt, als kleines Mädchen. Und da ist ja so diese Schulliteratur, die man so im Unterricht lernt, die ist ja, das ist ja auch relativ altbacken, sag ich, viel Volkslieder und so. Ja, ne? Richtig, aber wenn man sich die Literatur da mal anhört, was da möglich ist, ne? Richtig, da ist so viel möglich. Ich bin ein großer Akkordeon-Fan inzwischen, okay, weil es hier Chanson oder was weiß ich, gibt so tolle Sachen. Genauso ist es mit einer Big Band natürlich oder mit einem Orchester, Blasorchester. Und ihr selber komponiert ihr auch?
Im Kleinen? Nein, so weit sind wir nicht. Okay. Nein, das ist also schon sehr schwierig. Mhm. Und teilweise wagen wir uns auch an Stücke ran, die wir dann vielleicht mal 2 Jahre in die Ecke legen müssen, wo wir sagen, das ist uns zu schwer. Und haben jetzt nach 2 Jahren Pause ein großes Medley König der Löwen doch tatsächlich hinbekommen. Das geht über 10 Minuten und haben das einstudiert und haben das beim Sommer Open Air präsentiert. Klasse. Ja, das bedeutet schon wirklich sehr viel Disziplin bei so einem Laienorchester. Ja. Das sind halt alles keine Profis, das sind alles Hobbymusiker. Ja, ich kenne es von meiner Mutter, die ist ja seit Jahren, also seit ich Kind bin, ist sie in Waldbildung und sie spielt im Mandolinenorchester, hat sie eine Mandoline besorgt, auch ganz neu angefangen, glaube ich, vor 2, 3 Jahren und spielt seit Ewigkeiten spielt sie Querflöte und Blockflöte. Okay. Ja. Ne, hier, heute Nachmittag hatten sie auch Konzert in der Kirche. Und ich finde das immer stark. Also ich sehe auch, wie viel Spaß es ihr macht und wie gut es ist, ein Musikinstrument zu spielen einfach. Ja, ne? Also auf jeden Fall. Das ist der Hammer, ne? Das hält. Bringt einfach Freude. Jung, ne? Beweglich und auch im Kopf so. Ne? Auf jeden Fall, richtig. Da bleibst du fit einfach. Wir haben unser ältestes Mitglied, der ist Schlagzeuger an der großen Trommel, der ist 83 Jahre alt. Okay. Und der ist immer noch dabei. Im Beat, im Ja, auf jeden Ruf, Fall. Ja? Ja, richtig, ganz genau. Okay. Ja, liebe Leute, ihr seht, die Friedrichsteiner, die sind gut drauf. Die haben ein tolles Blasorchester mit modernen Arrangements von modernen Titeln. Wen es interessiert, der kann sich abwechselnd freitags oder donnerstags oder samstags vielleicht für eine Probe anmelden und sich das mal anschauen. Auf jeden Fall kann man sie auch bei Konzerten besuchen. Das ist ein Riesenspaß, eine Riesenerfahrung. Unter Umständen auch mal mit einem Gospelchor oder ähnlichem. Kommt mal vorbei, schaut sie an. Und wenn euch gefällt, was ihr hier gehört habt, teilt es, liked es, kommentiert es, sagt es weiter. Wir präsentieren euch, ihr präsentiert uns. Wir versuchen, ne, uns gegenseitig ein bisschen zu supporten. Und ja, und damit machen wir weiter. Vielen Dank. Bad Wildung Kreativ. Dankeschön, ihr beiden. Ja, gerne. Das war's schon. Und